Provoziert hier. Gehen Sie ja nicht provozieren. Ich möchte ja gerne weg, aber ich kann nicht. Denken Sie daran, welche Schmerzen stören, dass einige denken, dass an Tote stehen. Wir wollen zu dem Kronhaus von Großmarie-Dies, um eine Mahnwache zu machen. Und wir wollen nicht hier vor den Gittern stehen. Machen Sie die Straße frei. Straße frei! Geht's ja auch nicht. Straße frei! Straße frei! Ja, okay. Und genauso. Dass so viele hergekommen sind. Ich glaube, Großmarie würde sich freuen. Das ist insofern schön, weil es steht so ein bisschen auch für die Kraft, die höchstwahrscheinlich Großmarie über das, also über die vielen Leute und die Solidarität auch bekommen hat. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, weil ich so dachte, die letzten Tage haben wir gemeinsam über diesen schwierigen Schritt der Räumung auch viele sie begleitet. Sie kam dann zu unserem Bündnis, was ja riesig ist und was vernetzt ist in viele Gruppen, aus denen ihr auch heute hier seid. Und sie war dann auch bei der Räumung bei Ali schon dabei. Das heißt, sie wusste auch, was passieren wird mit der Solidarität, weil, wie ich gehört habe, hat die Berliner Polizei die Anwohner informiert, dass sie lieber die Fenster zumachen. Ich freue mich, dass ihr trotzdem die Fenster aufhabt. Wir sind friedlich. Dankeschön für euer Vertrauen. Und Rosemarie wusste also, was eine Blockade ist und war bei unserem Bündnis und wollte eben auch ihre Räumung nicht still und heimlich gewähren lassen. Und vor allen Dingen wollte sie natürlich, dass über einen Protest die Räumung verhindert wird. Und ihr wisst, dass jetzt seit vielen Wochen und Monaten der Protest gegen Zwangsräumung aufgeflammt ist. Und auch für sie war es, glaube ich, sehr schön, dass ihre Situation öffentlich wurde und dass sie so viel Solidarität bekommen hat. Trotzdem ist es eigentlich unverständlich, warum zwei Ärzte ihr attestiert haben, dass sie nicht geräumt werden, dass sie eine Räumung nicht überlebt und trotzdem die Maschinerie, die einzig und allein diesem Privateigentum an Grund und Boden und Wohnungen verpflichtet ist, sich darüber hinwegsetzt und das einzelne Menschenleben wirklich nicht zählt. Und da nehme ich jetzt keinen aus der Verantwortung raus, weder den zuständigen Richter noch die Eigentümerin dieser Wohnung. Max,